Team German World Champs, der Chef vorneweg im schwarzen GT3. So muss ein Auto aussehen. Das ist richtig so. Rücksprung. Am Abend vor dem Start zur ersten MIB-Rallye treffen sich alle Teilnehmer beim großen Mercedes-Benz-Partner Assenheimer Mulfinger. Bei bestem Essen und guter Musik lernen sich die Teams kennen. Schon hier zeigt sich, dass Mercedes-Benz in jeder Lebenslage für Qualität steht. Das macht dem Talk auch Assenheimer Mulfinger-Geschäftsführer Marcel Stadtmüller im Gespräch mit der DTM-Legende Klaus Ludwig deutlich. Und er meint damit ausdrücklich nicht nur die erstklassige Vorabendveranstaltung in seinem Autohaus. Und so wie Sie uns jetzt hier erleben, und ich wurde ja auch schon gelobt für den Auftritt heute Abend, wir, wenn Sie es vergleichen mit der Gastronomie oder der Hotellerie, Sie können in einen Gasthof gehen, da kriegen Sie ein Zimmer, eine Dusche, etwas zu essen. Oder Sie können in ein Fünf-Sterne-Haus gehen. Und wir verstehen uns als ein Fünf-Sterne-Haus. Aber ich habe gerade etwas gelernt und das fand ich unheimlich gut. Es gibt zwar vier Ringe, aber es gibt fünf Sterne. Und fünf Sterne Mercedes habe ich so noch nicht gehört, finde ich aber wirklich ein Satz, den man sich wirklich einprägen sollte, denn Mercedes ist fünf Sterne. Und diesen Weg wollen wir auch weitergehen und der heißt mehr Service erfahren und ich hoffe, die Gäste, die heute Abend hier sind, können ein Stück davon erfahren, auch vielleicht morgen dann beim Start, wenn unser Haus einfach für Kunden und Gäste parat steht. Morgen! Morgen! Am nächsten Tag sind die Teilnehmer pünktlich aufgestanden, auch wenn man einigen ansieht, wie gelungen die Party am Vorabend war. Oh wow, gleich geht's los. Gut. Das bestätigen viele Teilnehmer, auch Marcel Stadtmüller, der als Gastgeber darüber natürlich sehr erfreut ist. Freut uns sehr, vor allen Dingen, dass wir so tolle Gäste hier hatten mit tollen Autos. Ich muss keine Werbung machen für Mercedes, weil es sind ja alles Fans. Natürlich. Und dann ist man unter Gleichgesinnten. Ja. Und das sind dann immer schöne Stunden und die feiern wir. Wir haben uns sehr wohl gefühlt bei Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Jetzt gibt es letzte Hinweise der Organisatoren und das Roadbook. Dirk Krüler, Moderator der Rallye, gibt wichtige Hinweise zur Strecke und liefert wertvolle Tipps, die es leichter machen, das Ziel zu erreichen. Durch Mercedes-spezifisches Wissen und natürlich auch durch ein bisschen Glück. Ich denke mal, die gesunde Mischung aus allem wird dazu Sorge tragen, dass es hoffentlich eine sehr schöne Veranstaltung wird. Für zwei Wüstenprofis, das Team Viola Herrmann und Vanessa Wagner, ist die MIB Rallye eine willkommene Gelegenheit, sich aufeinander einzuspielen. Auch wenn die Bedingungen etwas ungewohnt sind. Wir müssen uns jetzt einfach auch mal wieder auf uns einspielen und gucken, weil die Rallye in Marokko, die läuft schon ein bisschen anders, aber wir sind guter Dinge. Ein letzter Check der Unterlagen und eine kleine Routenplanung und schon geht's los. Die Teams stellen sich in der Startreihenfolge auf und warten auf das Go. Ist der geil? Also mit dem Auto bist du immer noch vorne, hat immer noch Style. Und das Schöne ist auch die Erkenntnis, so ein Auto, wenn du Glück hast, kannst du heute noch für einen 5er aufwärts schnappen.
dann ist natürlich die Frage einfach gesucht. Jedes Auto wird im Startbereich kurz vorgestellt. Moderator Dirk Krühler kann fast immer mit seinen fundierten Kenntnissen glänzen. Und bevor er die Fahrer auf die Strecke schickt, hat er bereits die erste Prüfung des Tages. Es gilt, möglichst genau eine Reifenumdrehung nach vorne zu fahren. Auf die Plätze, fertig, los! Okidoki. Ah, wir schauen uns das mal an und... Okay. Es geht um die Umdrehung, nicht den Ventilsitz. Ja, genau, vor allen Dingen, ja, ist im Himalaya stehen geblieben. Und dann gehen die Sterne auf die Reise durch das Neckartal. Die einen eher gemächlich, um die Strecke zu genießen, andere ziemlich sportlich. Dabei spielt die Zeit für Sieg oder Niederlage bei der Rallye keine Rolle. Immer wieder müssen auf der Strecke entweder Fragen beantwortet oder fahrerische Aufgaben gelöst werden. Erster Höhepunkt des Tages ist der AMG Showroom in Affalterbach. Hier können alle Teilnehmer die High-Performance-Fahrzeuge von Mercedes-Benz genau betrachten. Immerhin sind die leistungsstärksten Serienmodelle im Fahrzeugprogramm ausgestellt. Der Firmensitz von Mercedes-AMG in Affalterbach liegt nur etwa 20 Kilometer vom Daimler-Hauptsitz in Stuttgart entfernt. Anschließend treffen sich die Teams zum verdienten Mittagessen in der Waldgaststätte Duckhäusle. Der Nachmittag führt wieder über Routen, die mit Liebe zum Detail ausgesucht wurden. Zum Tagesziel geht es über landschaftlich reizvolle Strecken, die Spaß machen, auch wenn das Wetter durchaus besser sein könnte. Immer wieder wird die Tour durch verschiedenste, abwechslungsreiche Sonderprüfungen aufgelockert. Hallo, ihr seid richtig hier. Wir machen hier eine Zeitfahrt. Sehr schön. Der schwarze Schlauch auf dem Boden, ja. Der löst eine Uhr aus. Ja. Hinten liegt ein ähnlicher Schlauch. Der stoppt okay. Die Uhr. Gut. Ausgelöst durchs Vorderrad. Okay. 150 Meter ja. In exakt 20 Sekunden. Und was hat er gehabt? 41,42. Also schlecht. Er ist im guten Rahmen. Was ist schwierig jetzt? Überhaupt nicht. Total entspannend. Meine Frau kann das alles. Guck mal in die Kamera, Schatzi. Alles klar, viel Spaß noch. Danke. Gerade mittig an die Pylone ran, so nah wie möglich. Ja, und dann? Wenn so Fahrer und Beifahrer lassen bitte die Köpfe im Auto. Und die müssen nicht auch umdrehen. Solche, die müssen auch solche Bewegungen machen. Wie soll das jetzt sein? Da ist so kalt. Solche, kann ich doch nicht. Die sitzen im Auto. Rückfahrkameras werden ausgeschaltet und die Sensoren kleben die ab. Wir haben Oldtimer. Keiner und was ist, wenn es umfällt? Wenn es umfällt? Ja, das wäre 100 Minuspunkte oder wie? Ja. So hat das schon gehabt? Geht Minuspunkte. Ja, hatten wir schon. Zweimal. Okay. Genau, mit einem Zug schön durch, genau. Mit einem Zug schön durch. Wenn du anhältst, mäßig. So, 50 Zentimeter, 50 Zentimeter, dieses Stück. 50 Zentimeter Abstand. Guter Wert. Wir sehen uns nachher. Macht gut. Also, tschüss. Ciao. Viel Spaß noch.
Schließlich kommen alle am Endpunkt der heutigen Reise an, dem Mercedes-Benz-Museum. Der Besuch ist natürlich für alle Teams eine Pflichtveranstaltung. Welcher Mercedes-Fan möchte hier schon freiwillig vor der Tür bleiben? Ja, Premiere der MIB Rallye. Wir sind jetzt letztendlich am Ende der ersten Etappe des ersten Tages angelangt und die Stimmung ist allgemein positiv. Es ist Gott sei Dank trocken geblieben, das ist ja ganz wichtig beim Autofahren. Die Strecke war positiv gut, die Checkpoints haben alle gemeistert und jetzt freuen wir uns auf das Buffet und auf die große Siegerehrung und natürlich ganz besonders morgen aufs Finale. Nochmal nach Wiesloch, da wo Bertha Benz ihr erstes Auto getankt hat, den Patentwagen, und dann geht es zum Finale nach Hockenheim. Also es war spannend und es bleibt spannend, wir freuen uns drauf. War gut. Kennengelernt und es war auch eine sehr, sehr schöne Streckenführung. Mit der Navigation hatten wir keine Probleme, war easy mit dem Rotbuch. Ja, wir freuen uns auf morgen. Wir sind gut klargekommen, hatten echt einen schönen Tag und viel erlebt und viel gesehen und ja, war total interessant. Ja, und als Team gut funktioniert, was immer mehr. Wir freuen uns auf heute Abend und vor allem auf morgen dann. Auch für die erste Rallye, die wir hier gemeinsam veranstalten dürfen, mit Thomas Ebeling zusammen, mit den Mercedes-Fans zusammen, ist eine tolle Gruppe zustande gekommen. Wir sind 42 Fahrzeuge, wie Sie wissen, wir sind über 80 Teilnehmer. Insofern möchte ich Ihnen auch danken, dass Sie sich auf dieses Abenteuer einlassen. Zur Abendveranstaltung stößt auch der Leiter Marketing Mercedes-Benz Cars, Dr. Jens Thiemer, zur illustren Schar der Rallye-Teilnehmer. Er übernimmt auch die Preisverleihung an die Tagessieger in den verschiedenen Kategorien. Also, Tagessieger Platz 1, auch wieder eine Startnummer in den 40ern. Und zwar Startnummer 42, Markus Strom und Mariana Strom auf CLK 200. So sieht man aus, Tagessieger, erster Tag heute. 1, 2, 3, 4, 5, nach 6 Checkpoints auf jeden Fall. Der Abend klingt verdient mit gutem Essen und netten, interessanten Gesprächen aus. Die Teilnehmer sind alle zufrieden. Auch der absolute Mercedes-Fan Ronald Büssing aus den Niederlanden, der gleich mit drei Gumball 3000 Fahrzeugen an der MIB Rallye teilnimmt. Ja, wir sind gefragt worden, ob wir mit unseren drei AMG GTS, was Gumball-Fahrzeuge sind, die waren dieses Jahr, haben die Teil gemacht an den Stockholm Las Vegas Rally in 6 Tagen, um mitzumachen. Und ja, da haben wir gesagt, natürlich sind wir dabei, wir sind leidenschaftliche Mercedes-Fans und Freaks natürlich. Und ich muss sagen, es ist ein ganz tolles Erlebnis und es ist so schön mit die Leute zu fahren. Die Strecke ist hervorragend und wir konnten es richtig mal eben brüllen lassen ab und zu. So, das ganze Team ist happy. Für die Mercedes-Legende, den ehemaligen DTM-Piloten Klaus Ludwig, ist der Besuch im Museum ein ganz besonderer Moment. Ja klar, ist doch schön, ist doch lustig. Ich meine, man muss ein bisschen die ganze Sache auflockern. Nur Autofahren wäre ja vielleicht zu stupide. Obwohl es, sagen wir mal, 98% war heute Autofahren oder 90%. Und so ist es bei allen Oldtimer-Rallys. Und das ist auch gut so. Die Leute haben Riesenfreude, Riesenspaß. Das ist ein Markt, der zunimmt. Weltweit immer mehr Rallyes, immer mehr jung gebliebene alte Leute oder auch junge Leute, die alte Autos fahren. Toll, tolle Sache. Und als Klaus Ludwig seinen ehemaligen Rennwagen in der Ausstellung entdeckt, wird selbst der gestandene Profi ein wenig sentimental. Also mit dem Auto diese Weltmeisterschaft zu gewinnen und nachher auch Meister zu sein, ja, war schon toll. Das war wirklich gut. Wir haben, glaube ich, von 8 Rennen haben wir 4 gewonnen oder so. War schon super geil, ja, muss ich sagen. Aber meine Le Mans-Siege waren natürlich auch, ja, war schon. Ich meine, wenn man mit einem Tennisspieler von seinen Erfolgen redet, dann redet er von Wimbledon. Und wir reden halt eben von Le Mans. Und dreimal Le Mans zu gewinnen. Da bin ich also in Deutschland
einer von den ganz wenigen, die dreimal gewonnen haben. Und ich hätte 5-6 Mal gewinnen können, wenn ich ein bisschen mehr Glück gehabt hätte. So ist das Leben. Und auch die beiden Wüstenexpertinnen Viola Herrmann und Vanessa Wagner sind mit dem bisherigen Verlauf der MIB-Rallye sehr zufrieden. Heute bei der MIB-Rallye, da war es ja viel Straße. Es sind also schon mal allein Welten von der Art und Weise, wie man im Gelände fährt oder auf der Straße fährt. Und dann unterscheidet sich es auch noch von der Navigation ganz gewaltig. Also war es schwieriger heute zu navigieren oder die Fragen? Also die Navigation war einfach. Ja. Die Aisha ist geprägt von Navigation und auch von Taktik. Es ist eine sehr taktische Veranstaltung, es geht ja nicht um Bestzeiten. Und heute hatten wir eigentlich beim Fahren überhaupt keine Probleme. Nö. Hat super viel Spaß gemacht heute. Der letzte Tag der Rallye. Pünktlich um 9 Uhr sind alle Teams am Start. Auch der Leiter Marketing Mercedes-Benz Cars, Dr. Jens Thiemer, steigt noch ins Fahrgeschehen ein. Vor dem Start bekommt der letzte Tipps vom Profi, dann geht es auf die Strecke. Viel Spaß, los geht's! Wird, glaube ich, noch besser, aber wir sind gut gestartet. Der absolute Wahnsinn. Warum? So sieht Spaß aus. Wir haben einen schönen Tag, wir haben nette Leute, wir haben schöne Autos, wir haben viel Benzin verbraucht. Was willst du mehr? Süß. Trotz des durchwachsenen Wetters blieb bei den Prüfungen der Spaß nicht auf der Strecke. Ja, super. Heute ist gut, weil es ist so unterschiedlich von der Bodenbeschaffenheit. Ja, ein bisschen nass, da kann man nicht so ganz schnell. Und die Landschaft, trotz des trüben Wetters, ist die Landschaft einfach klasse. Wir freuen uns. Ein Etappenziel ist ein ganz besonderes. Für alle Autofahrer auf der Welt, aber für Mercedes-Fans aus einem nachvollziehbaren Grund noch etwas mehr als für die Fahrer anderer Marken. Ja, die MIB-Rallye führt auch nach Wiesloch zur Stadtapotheke, der ersten Tankstelle der Welt, in der Bertha Benz 1888 das erste Mal getankt hat. Und jetzt gleich geht's weiter Richtung Hockenheim zum DTM-Finale. Wir freuen uns. Und natürlich lässt es sich Ronald Büssing nicht nehmen, den Wagen von Dr. Jens Thiemer symbolisch mit der ersten Zapfsäule der Welt aufzutanken. Herr Dr. Thiemer, wie war die Fahrt hierhin? Fantastisch. Wetter ist aufgerissen. Wir sind schön in der Gruppe gefahren mit den anderen Fahrzeugen. Fahrzeuge aus den 70ern bis hoch zu heute. Tolles Portfolio, macht richtig Spaß. Und vollgetankt habt ihr auch gerade. Ja, jetzt haben wir gerade hier mit der alten Tanksäule, wo auch Bertha Benz schon getankt hat, haben wir hier den 107er getankt.
Die Apotheke, die erste Tankstelle der Welt, ist heute noch in weiten Teilen mit ihrem historischen Ambiente erhalten. Eine gewisse Ehrfurcht stellt sich ein, als die Rallye-Teilnehmer durch die Räume gehen dürfen. Dabei hat das Gebäude in der wechselvollen Geschichte mehrfach knapp vor einem Abriss gestanden. Und wir hatten die Schwierigkeit mit dieser Treppe nicht mehr. Und dadurch, dass die B3 eben am Haus direkt vorbeiging, hatten wir keine andere Möglichkeit, den Apothekenbetrieb weiter aufrechtzuerhalten. So kann es dann auch gehen. Heute liegt sie lustigerweise in der Fußgängerzone. Erste Tankstelle der Welt in der Fußgängerzone. Ja, das ist ja schon ein Stück Ironie der Geschichte. Passend zur ersten Tankstelle der Welt ist hier auch die Prüfungsaufgabe. 150 Milliliter in 15 Sekunden abfüllen in den Rundkolben. Gutes Augenmaß und etwas Zeitgefühl müssen die Teilnehmer allerdings mitbringen. Die richtige Menge in der vorgegebenen Zeit muss ins Glas. Fertig? Fertig. Okay. Ja. Das Nonplusultra, und da können wir auch sehr dankbar sein, dass das Mercedes Museum so gut die Autos behält in seiner Sammlung und dass man da immer noch von genießen kann. Und so wie heute, die Fahrzeuge dabei, das ist echt absolut fantastisch. Nibroin. Genau der richtige Stoff für meine Welt. Jetzt geht's los. Endstation. Geile Sache. Danach geht es zum letzten Ziel der Rallye. Am Hockenheimring wollen alle Teilnehmer das letzte Saisonrennen der DTM sehen. Natürlich haben die Teamwagen eine Sondergenehmigung und dürfen direkt bis zur Mercedes-Tribüne fahren. An allen Polizeiabsperrungen vorbei. Wie geil ist das denn, wenn man hier reinfahren darf? Alles andere bleibt stehen, wir fahren durch. NIB! Am Hockenheimring sind für die Teilnehmer natürlich Plätze reserviert. Von hier aus können alle bei bester Sicht auf den Kurs das Rennen verfolgen. Und auch Mercedes-Fans.de-Chefredakteur Thomas Ebling freut sich auf das Rennen. So, wir haben den Endpunkt unserer MIB-Rallye erreicht. Wir sind jetzt hier am Hockenheimring und erleben gleich den letzten Lauf der DTM, wo gestern der Pascal Wehrlein alles klar gemacht hat. Und ja, wir freuen uns da alle schon drauf. Vor dem Rennen hält der frisch gebackene DTM-Meister Pascal Wehrlein direkt vor der Tribüne. Er nutzt die Gelegenheit, um die MIB-Teams, ebenso wie alle anderen Mercedes-Fahrer auf den Tribünen, zu begrüßen. Dankeschön, Pascal, dankeschön an unsere Piloten, dankeschön an die Herren vom Vorstand. Nach dem Rennen treffen sich alle Teams im VIP-Raum unter der Tribüne. Hier klingt der Tag und die Rallye mit der Siegerehrung aus. Ich glaube, niemand von den Leuten, die das hier mit uns jetzt gemeinsam gemacht haben, hätte erwartet, dass es so läuft, wie es gelaufen ist. Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgefahren sind von euch, dass ihr uns ja da auch euer Vertrauen geschenkt habt, dass wir das beim ersten Mal so hinbekommen. Durch die Ehrung moderieren Dr. Jens Thiemer und Thomas Ebeling, die auch die Preise überreichen. Die Gewinner sind zufrieden. Thank you.
welchen Platz geht's jetzt? Es geht um Platz Nummer 1. Mit welchem Fahrzeug denn? Machen wir es mal wieder spannend. Ich brauche den Zettel. 500 SL, ein R107. Mit wie vielen Punkten? 646 Punkte. Ganz knappes Rennen. 5 Punkte mehr als Platz Nummer 2. Und die beiden Herren kennen wir. Die haben nämlich die Startnummer 22. Herzlichen Glückwunsch, Patrick Gottwig, Nikolaus Möhren erneut. Und ich sag's nochmal laut und deutlich, Gesamtsieger MIB Rally 2015 und jetzt kommt der Shampoos. Nein, Gott, war nicht. Es war nicht genug Budget. Ja, an der Stelle, ich glaube, das Event hat für sich gesprochen, die ja jetzt schon große Mercedes-Fan-Community von, ist es 250.000 Menschen weltweit? Glaube ich sogar noch ein paar mehr. Ihr seid in den letzten Monaten international gegangen und es werden immer mehr Menschen. Ist heute auch noch mal, ich würde sagen, um mindestens 80 Menschen größer geworden. Ich denke, das war eine tolle Kooperation. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie hier waren bei der Mercedes Fan World bei der DTM. Ich glaube, das war noch mal ein echtes Highlight, auch wenn wir heute nicht gewonnen haben. Der Gesamtsieg, hatte ich ja gestern schon gesagt, ist der von Mercedes. Und die Atmosphäre, die hier rüberkommt, ich finde die super. Und ich hoffe, die ist so ein bisschen auf sie auch abgesprungen. Es hat richtig Spaß gemacht, auch heute im Teilnehmerfeld mit dabei zu sein. Fand ich super. Vielen, vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause, wann auch immer Sie fahren oder feiern Sie noch ein bisschen mit uns. Herzlichen Dank an alle und bis nächstes Jahr, sage ich einfach mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank an Dankeschön. Euch. War ein cooles Wochenende, super Organisation, alles top. Hat Spaß gemacht. Danke. Und der Preis. Ach so. Der ist natürlich genau. Wichtig. Ja, genau. Als sich die MIB-Rallye-Teilnehmer anschließend auf die Heimreise machen, ist klar, dass die Premiere der Veranstaltung mehr als gelungen ist. Eine Wiederholung im kommenden Jahr dürfte also ziemlich sicher sein. Das braucht gut.